Also, herzlich willkommen. Wir machen heute die zweite Session aus der Serie Didaktik für Tauchprofis. Was wir hierbei vorhaben, für diejenigen, die beim ersten Mal nicht dabei waren, ist einfach ein paar kleine Hilfestellungen, sowohl für Leute, die auf dem Weg zur Profilaufbahn sind, als auch für Leute, die schon Profis sind, aber gerne ein bisschen mehr Austausch hätten und ein bisschen mehr von anderen auch Ideen schnorren wollen. Wir werden das jetzt einfach im Zwei-Wochen-Rhythmus zu verschiedenen Themen machen. Jedes Mal ein eher kleines Thema. Also es wird nicht sowas wie alles, was mit Ohren passieren kann, sondern wir nehmen dann halt Druckausgleich, erzählen aber immer ein bisschen mehr darum. Und von dem Ablauf her wird es so sein, dass wir immer erstmal das erklären, was man zu dem Thema auf Profiniveau wissen sollte. Und dann euch das Wort überlassen, sodass 2 bis 3 Leute ausprobieren dürfen. Okay, gut. So. Das, also so, okay, das ist erledigt. Gut, Krach ist wieder weg. Moment, muss mich gerade wieder zusammensammeln. Also, wir nehmen dann 3 Leute von euch rein oder 2, die einmal kurz diese Erklärung machen wollen. Und wir werden dann jedes Mal auch eine oder noch ein bisschen kleinen Methodenteil machen. Also nochmal vorstellen, wie kann man Sachen anpacken oder an was muss man denken oder einfach nochmal den einen oder anderen Fachbegriff klären und werden daran schauen, was ihr in euren Erklärungen eigentlich gemacht habt. Das heißt natürlich, dass wir uns immer freuen, wenn sich vorab Freiwillige melden, die die ein oder andere Erklärung übernehmen wollen. Heute haben wir auf jeden Fall Fabi und Angela schon eingefangen. Also wir haben erstmal die genommen, auf die wir direkten Zugriff haben, weil das nämlich einfacher ist. Die können einem nicht weglaufen. Aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn sich dann noch andere melden. Ne? Gedacht ist das, dass wir denjenigen nun Vorrang lassen, die gerade am Anfangen sind und am Ausprobieren sind und dass sich die alten Hasen gerade dabei einfach mal ein bisschen zurückhalten. Wir wollen ja vor allem, dass diejenigen, die gerade starten, die Chance haben, dass noch ein bisschen besser hinzukriegen oder unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Gut. Wir fangen an mit Dominik und mit dem, was unserer Meinung nach ein Profi eigentlich über Ohren wissen sollte. Ja, ganz herzlich willkommen, schönen Abend auch von mir. Und wie die Vero das gerade so schön ausgeführt hat, ist ja einer der ersten Schritte als Lehrender für mich natürlich, mir erstmal klar zu werden, wo stehe ich, was die Basics und den Umfang des Themas angeht, um dann natürlich mit dem weiter durchzuführenden Weg der didaktischen Reduktion zu gucken, wie breche ich das auf die Schülerin und den Schüler runter. Und diesen ersten Teil, also was sollte mir selbst mindestens geläufig sein, den wollen wir uns jetzt hier mal kurz angucken. Das, wie gesagt, aber wirklich unter dem Licht betrachtet, dass es sich hier um das Minimum handelt. Mehr zu wissen ist natürlich für den Profi nie verkehrt, aber so ein Gewissensfundament, auf dem muss man eben sicher stehen. Wenn du mal eines weitergehst, Vero, dann sehen wir hier eine schöne Skizze, die in sich selbst natürlich schon stark vereinfacht ist. Die Mediziner unter uns, die werden dem sofort zustimmen. Das ist nicht, wie das menschliche Gehörsystem wirklich aussieht. Aber das ist eine brauchbare Reduktion, sodass man es schnell durchschauen kann, welche Teile für uns als Taucher relevant sind. Und ganz klar, was haben wir da? Wir haben einmal die Ohrmuschel hier außen. Die ist jetzt natürlich klar für das Hören wichtig. Aber unter Wasser vielleicht nur insofern in gewisser Weise relevant, als dass man damit irgendwie sich mit dem Maskenband wehtun kann oder sowas. Dann geht es aber weiter mit dem äußeren Gehörgang, hier mit 2 gelabelt. Und dieser äußere Gehörgang, nun, was ist mit dem?
Da sitzt ein kleines Residualvolumen Luft drin, das durch den Wasserdruck aber entsprechend komprimiert und damit ausgeglichen wird, oder der füllt sich gleich ganz und gar mit Wasser, sodass dieser äußere Gehörgang normalerweise automatisch auf Umgebungsdruck ist. Es gibt einige ganz wenige Ausnahmen, das geht jetzt schon weit in die Details, weil der eng sitzende Haube hat und hat vielleicht so ein bisschen so Schmalz im Ohr drin, dann kann es da Ausnahmen geben, die auch schmerzhaft sein können, aber im Wesentlichen dieser Teil, der gleicht sich automatisch, was den Druck angeht, aus, hat möglicherweise aber das Thema, dass ihm dieses ständige Aufweichen nicht so gut tut. Da kommen wir gleich dazu. Dann gibt es hier mit 3 gelabelt das Trommelfell. Und dieses Trommelfell, das ist eine wasserdichte Barriere vom Außenohr ins Mittelohr hinein. Und dieses Mittelohr, das ist tatsächlich beim Menschen luftgefüllt. Und dann geht es natürlich weiter. Das seht ihr jetzt genau da sozusagen gelabelt ins Innenohr. Durch das ovale Fenster getrennt und das Innenohr, das ist wiederum flüssigkeitsgefüllt und hat damit natürlich auch keine Druckausgleichsthematik. Und was sehen wir also hier? Hier gibt es zwei Bereiche des Ohrs, das Außenohr und das Innenohr, von denen wir mit Fug und Recht erstmal annehmen können, die werden sich auf Umgebungsdruck einstellen und zwischendrin denen sitzt ein luftgefülltes Volumen, das Mittelohr. Und die große Aufgabe beim Tauchen oder eine der großen Aufgaben ist natürlich, diesem Mittelohr einen Druckausgleich zu ermöglichen. Warum? Druckdifferenzen bewirken Kräfte. Kräfte auf menschliches Gewebe führt zu Verformung, führt zu Schmerzen, im schlimmsten Fall zu Schäden, muss man vermeiden. Also diesen Druckausgleich für das Mittelohr herzukriegen, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Zum Glück hat uns die Evolution tatsächlich mit einer Möglichkeit versehen, das zu machen. Und das ist das, was mit 4 gelingt. Hier ist die eustachische Röhre, die also den Rachenraum, der natürlich über die Atemwege Druck ausgeglichen wird, verbindet mit dem Mittelohr. Und solange diese eustachische Röhre offen ist, kann ein Gasausgleich und damit auch Druckausgleich zwischen Mittelohr und den Atemwegen stattfinden. Jetzt ist diese eustachische Röhre im Normalbetrieb des Menschen sozusagen üblicherweise nicht offen, sondern verschlossen. Und die entsprechend zu öffnen, damit den Druckausgleich zu ermöglichen, das ist eben eigentlich das, was wir unseren Tauchschülerinnen und Tauchschülern beibringen müssen. Eins weiter, bitte. An grundlegenden Techniken, wie man das also schafft, diesen Druckausgleich herzustellen, gibt es einige, gar nicht so arg viele, wie man vielleicht denken möchte. Vero, kannst du mal eine Folie vor? Ja, halt. Nee. Nee, zurück meinst du. Nein, vor. Eine weiter. Das ist die nächste. Ich sehe immer noch die Physiologiefolie mit dem menschlichen Gehörsystem vor mir. Ach so, nee. Das, was ich gerade teile, okay, das hängt an deinem Rechner. Jetzt. Das, was ich teile, ist Druckausgleichtechniken. Perfekt. Ja, Dann jetzt sehe ich es auch. Gut. Okay, sorry. Dann war es hier ein bisschen leck. Naja. Sorry, also. Ist ja aber nicht schlimm. Druckausgleichstechniken gibt es ein paar, was wir alle kennen und was wir, würde ich jetzt mal sagen, natürlich häufig auch bei der Ausbildung oder fast immer bei der Ausbildung als erstes erwähnen, ist die sogenannte Valsalva-Technik. Klar, Nase in diesem Zustand sachte gegen die Nase versuchen sozusagen auszuatmen, dadurch Druck aufbauen, Überdruck im Rachenraum aufbauen. Und damit die eustachische Röhre dazu bewegen, sich zu öffnen und den Druck im Mittelohr ausgleichen. Warum bringen wir das den Leuten üblicherweise bei? Das ist eine Technik, die funktioniert bei den allermeisten Menschen. Soweit erstmal ganz gut. Und die ist leicht zu erklären und die bedarf normalerweise vergleichsweise wenig Training. Das wisst ihr aber auch alle, diese Technik ist nicht frei von Problemen. Erstmal ist sie natürlich in gewisser Weise traumatisch. Traumatisch in dem Sinne, dass ich relativ viel Überdruck aufbaue, deshalb Kräfte auf Körpergewebe ausübe. Und dramatisch auch in dem Sinne, wenn ich es falsch mache, dass es damit möglich ist, sogar einen Überdruck im Mittelohr zu erzeugen, das Trommelfell im schlimmsten Fall nach außen zu überdehnen. Also das will dosiert angewandt werden. Hat auch noch ein paar andere Nachteile, die man als Tauchlehrer vielleicht kennen sollte. Wenn man so an das Thema Mikroblasen denkt, die sich gegen Ende eines Tauchgangs üblicherweise ja befinden im venösen Blutkreislauf. Oder bei Wiederholungstauchgängen auch schon am Anfang des Tauchgangs, vom vorherigen Tauchgang vorhanden sein können. Durch diesen Überdruck im Brustraum, den ich notwendigerweise aufbaue, durch diesen gehemmten Ausatemvorgang, ist es möglich, dass Schanz aufgehen. Schanz im Herzen, wie die berühmten PFOs, aber auch Schanz im Lungengewebe zum Beispiel. Und so Bläschen arterialisiert werden. Das ist jetzt vielleicht nicht ein riesengroßes Risiko, aber grundsätzlich sollte man das wissen, dass da eben Nachteile verbunden sein können
mit diesen Valsalva Druck ausgleichen. Dann gibt es eine große Klasse von Techniken, die läuft so benannt nach dem Erfinder, war ein Fliegerarzt, Frenzel-Techniken. Das funktioniert tatsächlich mit oder auch ohne Zuhalten der Nase. Hauptsache, das ist so ein bisschen sozusagen keine völlig weite Öffnung, kann aber auch durch die Maske bewerkstelligt werden. Was man dann macht, ist, man bringt die Zunge in die Zunge, ist, wenn man das T spricht, und nutzt quasi sozusagen den Zungenboden und die Zunge als Kolben, um Luft im Rachenraum nach hinten und oben zu drücken und damit im Prinzip auch einen kleinen Überdruck zu erzeugen im Rachenraum, dadurch die eustachische Röhre zu öffnen. Braucht ein bisschen Training, funktioniert für die meisten Menschen eben auch. Und dann gibt es die große Klasse der sogenannten Hands-Free-Techniken. Deshalb natürlich, weil man dafür überhaupt keine Hände verwendet. Das eine ist so False-Hands-Free-Techniken, im Prinzip Frenzel oder ähnlich Frenzel, ohne aber mit der Hand irgendwas an der Nase zu machen. So kennen sehr viele Leute natürlich auch den Frenzeldruckausgleich. Manchmal Freitaucher haben ja auch eine Klammer an der Nase, ne? Dann Techniken, das basiert letzten Endes darauf, dass die zum Schlucken verwendeten Muskeln die gleichen sind oder zu der Muskelgruppe gehören, die auch die eustachischen Röhren öffnen kann. Und tatsächlich für viele von uns klappt der Druckausgleich auch durch bewusstes Schlucken. Und diese Schluckbewegung, die kann man im Prinzip auch aktiv trainieren, aktiv durchführen, simulieren und damit den Druckausgleich herstellen. Und dann gibt es sozusagen diese Pure Hands-Free-Techniken, Pure deshalb, weil man da ganz bewusst lernt, die Muskeln, die die eustachischen Röhren öffnen können, anzusteuern, ohne irgendetwas drumherum zu machen und so die eustachischen Röhren sozusagen willentlich zu öffnen. Das ist sicherlich die Klasse von Techniken, die nicht für, also die für den Anfänger sozusagen erstmal weit weg ist, weil die tatsächlich relativ langes Training benötigt. Aber klar, extrem praktisch, wenn es irgendwann gelingt, das zu können. Und so die ganzen Zwischenformen, über die wir oft sprechen, also Schlucken, habe ich gerade eben schon genannt, aber auch so Kiefer vor- und zurückschieben, Kaubewegungen und sowas, die fallen letzten Endes natürlich unter die von Hands-Free-Techniken, bei denen wir die Muskulatur, die wir sonst zum Schlucken verwenden, zum Kieferbewegen verwenden, bewegen und es damit mitschaffen, unbewusst diese Muskeln zu aktivieren und somit den Druckausgleich herzustellen. Gut, damit sozusagen für die Basics erstmal vielleicht genug, damit zurück zu Vero. Gut, was schon auch noch zu den Basics gehört, ist, was passiert eigentlich, wenn mit dem Druckausgleich irgendwas schiefgegangen ist, wenn er nicht funktioniert hat? Also mit welchen Ohrenproblemen haben wir häufig zu tun? Ich denke, das ist gerade für Tauchprofis auch einigermaßen wichtig, dass wir zuordnen können, was denn jetzt eigentlich jemand, also ob das, was uns gerade jemand erzählt, bedeutet, dass wir ihn wirklich dringend sofort zum Arzt schicken sollen. Oder ob man mit relativ ruhigem Gewissen sagen kann, ja, schlaf mal drüber, weil wahrscheinlich ist es morgen einfach wieder. Grundsätzlich begegnen uns nach dem Tauchen zwei komplett unterschiedliche Arten an Ohrenprobleme. Das eine sind Barotraumen. Das heißt Verletzungen, die durch den Druckausgleich oder durch den nicht stattgefundenen Druckausgleich zustande gekommen sind. Und das andere sind verschiedene Entzündungen. Schauen wir uns zuerst jetzt mal an, was davon denn eigentlich häufig ist. Ich habe da ein ganz hervorragendes Diagramm der gefühlten Häufigkeit von Ohrenproblemen nach dem Tauchen. Der Klassiker ist, Leute kommen aus dem Wasser, gerade Anfänger, ja, irgendwie tut das noch so ein bisschen weh im Ohr. Ja, kommt vor. Also gerade Ohren, die das nicht gewöhnt sind, den Druckausgleich zu machen, merken danach, dass sie das getan haben. Oder es gab halt mal einen Moment, in dem es ein bisschen forciert war und das spürt man danach noch. Relativ unspektakulär. Dann gibt es die Variante, das fühlt sich so an, als hätte ich da noch Wasser im Ohr und das Wasser kommt irgendwie nicht raus. Das ist ein Hinweis auf ein leichtes Mittelohr-Barotrauma. Bedeutet, hier ist wahrscheinlich Gewebeflüssigkeit ausgetreten, die noch im Ohr ist, aber eben im Mittelohr. Man hat das Völlegefühl und dieses Gefühl von, doch, da ist irgendwie Wasser drin, aber dieses Wasser kommt halt
Kommt nicht raus, ich komme nicht ran, ich kann es nicht ablaufen lassen. Das ist üblicherweise nicht, das ist üblicher etwas, was relativ häufig vorkommt und was üblicherweise auch wieder verschwindet, solange das halt nicht mit größeren Schmerzen verbunden ist oder sowas, gibt sich das auch durchaus wieder von selbst. Bei stärkeren Schmerzen, das ist so das, wo es dahin übergeht, dass man sagen würde, vielleicht sollte sich das doch mal einen Arzt angucken, wenn das jetzt nicht damit verbunden ist, dass man 3 Stunden Auto fahren muss, sondern man hat einen irgendwo erreichbar, ist so mal reingucken vielleicht nicht schlecht. Und dann kommt etwas, was sehr selten ist, sehr, sehr selten. Also wir sehen es, das erste war so, das kommt ständig vor, das zweite so, ja, schon relativ häufig. Und dann kommt etwas, das ist sehr selten. Nämlich, es tut jetzt weh und es hat unter Wasser mal so richtig barbarisch, richtig eklig wehgetan. Und dann hat es aber plötzlich gar nicht mehr wehgetan. Und das ist der Moment, wo man mit jemandem tatsächlich mal zum Arzt sollte, weil dann ist doch ziemlich sicher das Trommelfell gerissen. Ja, oder kann zumindest, also ist zumindest hochgradig wahrscheinlich bei der Beschreibung. Mit so einer Beschreibung oder auch mit stärkeren Schmerzen würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass jemand so schnell wie möglich zum nächsten Arzt kommt. Es ist nicht eilig und es ist nicht lebensbedrohlich, aber gerade bei so einem gerissenen Trommelfell ist das schon ganz gut, wenn man das irgendwie mal wieder zusammenfriemelt und ein bisschen heilen lässt, damit das mit dem Tauchen dann auch wieder geht. In dem Urlaub dann tendenziell nicht mehr. Und dann gibt es noch die Variante, ich habe irgendwann, ja, irgendwann über Nacht, also jetzt hat es angefangen weh zu tun und ich habe jetzt irgendwelche Ohrenschmerzen gekriegt. Das ist meistens dann doch eher einfach eine Ohrentzündung, häufig eine Gehörgangsentzündung, weil das Außen nun mal das ist, was am meisten mit Wasser in Kontakt kommt. Könnte aber auch irgendeine Form von Mittelohrentzündung sein. So, und dann gibt es die vielen Dinge dazwischen, die aber tatsächlich seltener auftreten. Also sonstiges ist durchaus seltener als die häufigen Probleme. Lass uns mal einen Blick drauf werfen, was das alles ist. Dass so ein leichtes bis schwererwiegenderes Bauchtrauma im Mittelohr ist, glaube ich, das, was relativ häufig vorkommt. Was passiert da? Ich gehe mal direkt auf die Bilder dazu. Mal hier außen erhöht sich langsam ab. Nein, jetzt funktioniert das ja sogar. Krass. Ich habe extra 2 Bilder hier reingemacht, weil das GIF nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert es doch. Freuen wir uns alle drüber. Also, ich tauche ab. Von hier oben steigt der Druck. Innen ist Wasser. Druck steigt mit. Was wir bei dem Bild direkt vorher sehen konnten, ist, wenn hier die eustachische Röhre nicht offen ist, kein Druckausgleich stattfindet. Ah, Hilfe, Entschuldigung, ich und meine Maus, hat wir, wölbt sich hier das Trommelfell nach innen. Wir haben hier innen einen leichten Unterdruck. Es kann jetzt passieren, dass es hier erstmal zu Austreten von Gewebsflüssigkeit im Mittelohr kommt. Es kann passieren, dass es zu Einblutungen kommt an verschiedenen Stellen. Und es kann dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Trommelfell reißt. Also das ist ein Prozess, das geht eins ins andere über. Wenn der Druckausgleich sozusagen ein bisschen verspätet stattfindet, man hatte schon leichte Schmerzen und das hat es dann erst geschafft, dann kann es dabei leicht passiert sein, dass wir einfach ein bisschen Gewebsflüssigkeit haben, die dann mit der Zeit sich auch wieder abbaut. Wenn das schwerwiegender geworden ist und wir wirklich einen sehr forcierten Druckausgleich gemacht haben, dann kann dabei etwas kaputt gegangen sein, auch noch bevor das Trommelfell reißt. Das heißt, wir können Einblutungen in der Pauke haben, wir können Einblutungen im Mittelohr haben. Das wäre, Fabian korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, von einem Ohrenarzt beim Reingucken durchaus zu sehen. Also der Blick rein, was genau los ist, kann an dem Punkt durchaus sinnvoll sein. Bei so einem ganz kleinen bisschen, so ein bisschen komisch, kann man aber auch erstmal einfach abwarten. Ich habe für mich schon häufiger die Entscheidung getroffen, mit sowas weiterzutauchen, weil der Druckausgleich funktioniert hat. Und es wurde dann auch in der Tat wieder gut. Aber sozusagen, das ist natürlich nicht das, was empfehlenswert ist. Das ist aber der Grund dafür.
warum dieses Thema frühzeitiger Druckausgleich und nicht warten, bis es wehtut und dann festdrücken, sondern wenn man noch bevor man anfängt, es zu spüren, schon einen Druckausgleich machen. Dadurch können wir sowas nämlich verhindern. Diese Grafik hier finde ich übrigens ausgesprochen empfehlenswert. Es steht drunter der Link dazu. Dominik hat in dem Chat, vielleicht kann der den gerade nochmal in den allgemeinen Chat kopieren, weil das wirklich ganz schön zum Anschauen ist. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Material, was man benutzen kann. Und diese Seite tauchersprechstunde.de ist übrigens auch sehr empfehlenswert, weil die sehr schön unaufgeregt erklärt, wie das aussieht. Die Erklärung vorher habe ich mir auch dort nochmal geklaut, weil das kann ich selber besser nicht formulieren, als die das formuliert haben. Gut. Da ja nicht immer irgendetwas richtig kaputt geht, das Zweite, was sehr, sehr häufig ist, also was ich hier einfach kenne, ich habe hier noch vom letzten Jahr, von der letzten Woche, diese Liste von diesen ganzen scheußlichen Dingen, die im Meerwasser so alle drin sind. Ich kann sie gar nicht alle aussprechen, aber wenn man sich diese Liste anguckt, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach, sich vorzustellen, dass das mit unseren Ohren etwas machen kann. Also eigentlich liegen unsere Ohren an der Luft. Das ist gar nicht vorgesehen, dass die stundenlang und oft auch gerade bei Leuten, die viel tauchen auf einer Safari, bei Profis, über Stunden und Stunden und Stunden einfach eingeweicht werden. So. Das heißt auch, dass das, was am wahrscheinlichsten ist, was passiert, wenn das gar nicht direkt nach dem Tauchen wehtut, sondern das irgendwann später anfängt zu zicken und so über Nacht irgendwann so, ouch, boah, man wacht auf und irgendwas ist nicht gut. Da ist einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine Gehörgangsentzündung ist, also Entzündung im Außenohr. Weil da nämlich die ganze Zeit der Schmodder drin saß und dann war das Ohr nass und dann saß man damit noch im Wind und wie das halt so ist. Das ist mit Abstand das Wahrscheinlichste, was da dann passiert ist. Möglich ist es aber auch, dass die Entzündung tiefer sitzt, also dass es zu einer Mittelohrentzündung kommt, die aber eigentlich gar nicht so tauchspezifisch ist. Da hätte ich glatt die Frage an Fabian, also außer wenn das Trommelfell reißt und wirklich also eben Schmutz, verschmutzt, also Meerwasser von außen reinkommt, wie könnte denn Tauchen selber eine Mittelohrentzündung hervorrufen? Und Werner Jove ist da auch noch da und möchte gleich gerne was sagen. Den werden wir da auch gleich mit reinnehmen. Und natürlich ist es bei Sachen, die irgendwie im Ohr wehtun, immer eine Verwechslungsgefahr gegeben. Es kann auch sein, dass es schlicht ein Mittelohrbarotrauma ist. Und wenn das so wäre, dann wäre es zumindest ganz schick, das zu wissen. Anekdotisch dazu, wir haben hier den Doc Mittelohrentzündung, der kennt andere Entzündungen nämlich nicht. Immer wenn jemand mit Ohrenschmerzen zu dem gegangen ist, hat er gesagt, das ist eine Mittelohrentzündung, darf 2 Wochen nicht tauchen und hat ein Antibiotikum verschrieben. In den meisten Fällen war es aber tendenziell halt einfach wirklich eine Gehörgangsentzündung. Vor allem, wenn die Leute das selber vor dem Spiegel schon gesehen haben, dann ist das nicht das Mittelohr. Also das, was man von außen sieht, ist das Außenohr. So, ja. Gut, mich möchte irgendjemand wirklich dringend erreichen. Wenn zu diesem Thema Fabian oder Werner noch etwas ergänzen möchten, wäre das jetzt der Moment dafür. Danach würden wir dann nämlich übergehen in wir lassen mal andere Leute, die den Druckausgleich selber erklären. Dafür hier einfach ein kurzer Break. So, jetzt. Genau. Wenn da hier, also wenn wir da noch interessante Ergänzungen haben können, dann nehmen wir die gerne. Und Werner hatte auch gerade die Hand gehoben und irgendjemand wollte auch noch rein was sagen. Das wäre jetzt der Moment, einfach noch Ergänzungen zu bringen, wo ihr sagt, das ist aber total wichtig und ich finde, das sollte ein Tauchlehrer wissen.
Vielleicht zwei Dinge. Also es hat jetzt einen Moment gedauert, bis ich die Stummschaltung aufgehoben bekommen habe. Sorry dafür. Zwei Dinge. Wenn es eine Gehörgangsentzündung ist, ist meistens durch Ziehen am Ohrläppchen ein ziemlicher Druckschmerz auslösbar. Das kann man immer ganz gut prüfen. Das kann auch sein, also für diejenigen, die diese JECS heißen, die, glaube ich, diese angepassten Mundstücke haben, ist es seltener der Fall. Aber wenn man zu doll auf sein Mundstück beißt, kann es passieren, auch dass auf der Seite, von der der Schlauch kommt, das ist meines Wissens nach von rechts, wenn sich das nicht geändert hat in den letzten Jahren, dann kann es durch der einseitige Kieferbelastung auf einmal zu Symptomen kommen, die quasi Phantomschmerzen sind. Symptomatik 1 zu 1, Gehörgangsentzündung, schaut man rein, ist nichts drin. Das nur am Rande. Und zur Mittelohrentzündung sei so viel gesagt, dieses Mysterium, ich weiß nicht, ob sich das heute noch so hält, dieses Maske unter Wasser absetzen und einmal die Nase durchfluten, das ist ein ziemlicher Garant dafür, sich eine Mittelohrentzündung einzuheimsen, nämlich aufgrund der Bakterien, die so schön im Kleingedruckten am Folienrand eingefügt waren. Die setzen sich dann wunderschön über die eustachische Röhre im Mittelohr fest und dann hat man den Salat. So, und jetzt bin ich wieder stumm. Was ich dann mal gelernt habe, das, was man als Phantomschmerz bezeichnet, das kommt dann tatsächlich vom Kiefergelenk. Und wenn dann der HNO-Arzt was Betäubendes ins Kiefergelenk spritzt, dann ist der Schmerz plötzlich weg. Das hatte ich nämlich auch, ich war total überzeugt, dass außen eine Gehörgangsentzündung, war ich total überzeugt und hat nichts gesehen. Und dann im Prinzip einmal Kiefergelenk, Lidocain oder sowas rein und dann war das weg. Also tatsächlich, das fühlt sich an, als hätte man eine Außenohrentzündung. Ich war zu 100% überzeugt, dass es das ist. Gut. So, dann, hihi, werden wir jetzt mal die Bühne freigeben. Wir haben jetzt schon zwei Freiwillige, die dürfen auch anfangen, die jetzt einfach mal erklären, wie sie das so gerne erklären möchten, wie man denn einen Druckausgleich hinkriegt und was das ist. Einfach so, wie sie sich das vorstellen. Wir haben keine Vorgaben gemacht. Ja? Und zwar würde ich sagen, fängt unser kleiner Tommy an, weil wir fangen jetzt mit dem Niedrigstprivilegierten an. Ja, also der kleine Tommy ist 1,90 Meter fast und wiegt so auch keine 150, sondern höchstens 109 Kilo. 110! Alter! Ja, schwere Knochen, ja, ich würde mal sagen Schokokuchen. Das hier sein tut ja auch nicht gut, aber gut, also. Wir werden ernst, ziehen nicht über das kleine Kind her, sondern lassen ihn mal was machen. Dafür schalte ich mich jetzt stumm und du schaltest dich an. Oh. So, hört ihr mich? Ja, so im selben Raum zu sitzen irgendwie und zwei Mikrofone ist halt unheimlich schwierige Angelegenheit. Also schönen guten Abend auch von mir nach La Palma. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr gerade Beros Füße seht, ich habe das mit Absicht so eingeschaltet, dass die Frontkamera aus ist. Und zwar möchte ich euch als allererstes ganz kurz was zeigen. Eigentlich war unser Plan heute, noch ein Modell zu bauen, das so ein bisschen das Ganze darstellt, wo man sich das auch von mehreren Seiten mal ansehen kann. Wie funktionieren so die Ohren? Wie kann ich einen Druckausgleich herleiten über verschiedene Wege? Das hat leider nicht geklappt. Ich bin aber am Überlegen, noch einen Blog zu schreiben, wie werde ich einen Hilfspunkfisch, nämlich Dinge reparieren kann. Das hat es leider verhindert. Was ich euch aber trotzdem zeigen möchte heute, ist ein kleines Modell, das ich jetzt gerade mit Frischhaltefolie zurechtgebaut habe. Ungefähr so wie diese Tasse kann man sich so ein Trommelfell vorstellen. Und wenn man sich das anguckt, ich habe hier extra eine Frischhaltefolie Ich glaube, du hast ein bisschen zu dunkel. Man sieht das, also ich sehe es jedenfalls ganz schlecht. Müsstest vielleicht ein bisschen. Manfred, mach doch die Entschuldigung. Augen weiter auf. Ja, habe ich Nee, ja. Spaß beiseite. Es ist tatsächlich ein bisschen dunkel hier, aber wir können wahrscheinlich nicht so viel mehr machen. Genau. Ja.
Also ich habe die Frischhaltefolie hereingespannt und wenn man sich so ein Trommelfell im UR vorstellt, das ist tatsächlich so ein bespannter Bereich. Ah ja, meine Ausleuchtungsassistentin hilft unwahrscheinlich gut. Dann hat man so eine relativ glatte Ebene. So, was passiert jetzt, wenn wir abtauchen? Wenn wir abtauchen, kommt irgendwo ein gewisses Maß an Wasserdruck dazu. Das heißt, es kommt Gewicht von außen, das sich hier reinsetzt. Und dementsprechend bohlt sich diese Folie leicht ein. So, und das ist natürlich ein Problem irgendwo, weil wenn es sich zu sehr bohlt, kann es natürlich auch kaputt gehen. Und wenn wir jetzt von Vero das Mineralwasser klauen, das sie da irgendwo stehen hat, ne, und geben da natürlich noch mehr Gewicht rein, dann bohlt sich das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und die Nerven in den Ohren, die sorgen natürlich auch dafür, dass das Ganze irgendwann wehtut. So, und weil wir das ja nicht wollen, versuchen wir einen Druckausgleich herzustellen. Diesen Druckausgleich, den können wir relativ einfach herstellen. Es gibt verschiedene Wege. Einmal das Vasalva-Manöver. Zeige ich euch auch gleich noch an einem Gesicht, wie man das so machen kann. Ich habe mehrere Gesichter vorbereitet, die hier sind. Ja, wie ihr hört, die Gesichter lachen gerade alle. Dann gibt es noch das Frenzel-Manöver. Das ist auch eine Möglichkeit. Das müsst ihr natürlich auch probieren, ob ihr das könnt. Ich kann gleich dazu sagen, ich kann es nicht. Weil jeder Mensch ein wenig unterschiedlich gebaut ist, ist es leider so, dass ich recht große Mandeln habe. Also nicht nur ein großer Bauch, auch noch große Mandeln dazu. Und die machen das leider nicht ganz so möglich, das irgendwo wirklich durchzuführen. So, wenn ihr euch das Ganze jetzt an so einem Gesicht anseht, so sieht so ein Gesicht aus, dann haben wir verschiedene Öffnungen. Wir haben natürlich hier die Ohren, wo das Wasser reinkommt. Dann haben wir natürlich auch noch, mal gucken, ob die sauber sind. Jawohl, ist okay. Haben wir gestern durchgespült. Dann natürlich die Nase und auch den Mund. Im Mund haben wir unseren Atemregler drin. Der sorgt natürlich dafür, dass Luft reinkommt. Und wenn wir natürlich dann auch noch so ein bisschen frische Luft drin haben, ist es noch besser. Dann können wir besser atmen und haben ein bisschen mehr Spaß beim Tauchen. Und wenn wir dann die Zunge hochlegen, brauchen wir jetzt hier nicht vorzumachen, kann man versuchen, über die Atmung so ein bisschen Gegendruck aufzubauen. Durch diese Röhren legst du den Kopf mal bitte nach hinten, die hier vom Hals nach oben gehen, auch in die Ohren. Hier drüben genauso, alles schön eingebaut. Baut sich ein Gegendruck auf, der dafür sorgt, dass unsere Folie nicht mehr ganz so weit ausgebeult ist, also sprich unser Trommelfell im Ohr. Das Ganze begradigt sich wieder, tut nicht mehr ganz so weh. Und damit uns das Ganze relativ gut gelingt, probieren wir das auch direkt beim langsamen Abtauchen, also immer langsam nach unten gehen, auch schon, indem wir die Nase zuhalten und leicht dagegen drücken mit der Ausatmung. Genau so sieht's aus. Das Ganze blöppt nach außen. Sie zeigt es ganz wunderbar, also hervorragende Assistentin. Und dann haben wir im Prinzip diesen Druckausgleich geschaffen. So, es reicht leider nicht, es nur einmal zu machen, sondern auch weiter. Immer wenn ich tiefer gehe, steigt der Druck wieder an, muss ich das so ein bisschen wiederholen und dann schauen, ob es besser wird. So, was machen wir, wenn es mal nicht klappt? Weißt du das Zeichen noch? Wenn es nicht so gut ist, genau. Wir zeigen auf das Ohr und zeigen an, dass es nicht ganz so gut ist. Der nächste Weg wäre dann, einfach wieder ein bisschen hochzusteigen, damit der Druck wieder weggeht. Und dann schauen wir mal, ob es besser wird. So. Und das wäre so meinerseits die Kurzfassung. Als kleiner Sicherheitshinweis noch, wenn es denn dann mal wirklich schief gehen sollte, dass die Schmerzen bleiben und wir das nicht hinkriegen, sollten wir wirklich den Tauchgang abbrechen und gegebenenfalls danach einen Arzt aufsuchen, der das Ganze mal untersucht. So, so viel von mir. Ich hoffe, es war okay soweit. Applaus. So, also das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Jetzt ist die arme kleine Angela ein bisschen verunsichert, aber die traut sich jetzt trotzdem, weil die hat nämlich ein völlig anderes Thema. Die bringt nämlich nochmal die Freitaucherperspektive rein.
wo ich dann gar nichts zu sagen kann, wo aber deshalb ja Werner jetzt hier mit drin sitzt, der dazu was sagen kann, weil ich weiß zwar, dass Knacksagen funktioniert, statt komisch prusten, aber mehr weiß ich dann auch nicht. Ich gehöre ja zu den Leuten, die keinen Druck ausgleichen können, laut euch. Ne? Scheint auch so zu sein. Ihr scheint da ja recht zu haben. Also, übergebe ich an Angela, mache mich wieder zuerst, weil wir müssen uns das gar nicht so oft anhören, dieses Gejaule. Okay, cool. Bei mir, ich komme ja in die neue Familie der Freitaucher und habe mich heute mit meinem Freitauchlehrer kurzgeschlossen bezüglich der Technik, wie die Gruppe denn mit Kopf über 180 Grad nach unten abtaucht und dort eben dann den Druckausgleich machen muss. Wir haben ja den Kopf dann nach unten, das ist der große Unterschied wie beim Scuba-Diven, wo man ja quasi noch Richtung so gerade schaut, beziehungsweise auch rumgucken kann oder zur Seite, um eben den Druckausgleich hinzukriegen. Da wird oft die Frenzel-Methode benutzt, beziehungsweise wird viel mit der Stimmritze zugemacht. Zunge nach oben an den Gaumen gepresst und dann mit der Luft, die man hat, der Druckausgleich geschaffen. Entweder, dass man sich auf die Nase zuhält oder tatsächlich ganz ohne. Die Methode, wie man die Stimmritze zubekommt, ist die Stimmritze zu und hat dann, wenn man die Balsava-Technik macht, holt man ja mehr oder weniger die Luft aus dem Bauch. Und beim Freediving hat man ja nicht allzu viel Luft parat, sodass man das begrenzt mit der Luft, die man eben mit dem Druck der Zunge, die man an den Gaumen presst und dort den Druck eben ausgleicht, um die Luft eben in die Röhren pressen. Kann man ausprobieren, es ist schwierig, es zu erklären, man muss es wirklich üben in der tatsächlichen Praxis. Wenn man denn steil abtaucht, merkt man dann, was damit tatsächlich gemeint ist. Man wird wahrscheinlich in die Balsava-Technik umswitchen und die Luft aus dem Bauch holen, aber wenn man dann weiter dann auch nachmacht, in diese Frenzel-Technik zu wechseln und hier zuzumachen, Luft, die man in den Höhlen hat, nutzt, um sie frei zu bekommen. So viel beim Freediving. Punkt. Wieder an. Gut, jetzt stellt sich die Frage, ob wir eigentlich noch einen Freiwilligen haben zum Druckausgleich erklären. Wir haben ja unseren Punkfisch Sascha ein bisschen schon gepiekst, aber ich weiß nicht so recht, ob er sich jetzt letzten Endes. Sonst irgendwann kriegen wir dich. Irgendwann kriegen wir dich. Ich sag's dir gleich, du wirst dir schon auch noch was erzählen. Sowas auf jeden Fall kriegen wir dich. Aber wenn du heute nicht willst, dann werden wir dich auch notfalls leben lassen, trotzdem. Dann würde ich aber Werner nochmal das Wort geben und sozusagen einmal in die Runde fragen. Eindrücke zu den Erklärungen. Nach welcher Erklärung habt ihr das Gefühl, das funktioniert jetzt, den Druckausgleich zu machen? Habt ihr Vorschläge? Habt ihr spezielle Tricks, die ihr benutzt, um das Leuten begreiflicher zu machen? Also ich würde das jetzt zu euch in die Runde geben und ein paar Wortmeldungen dazu hören wollen. Und Werner hat sein Mikrofon schon an. Ja, das dauert bei mir immer ein bisschen, da ich es auf dem Handy habe. Und der Button vom Stativ verdeckt war, ging das nicht so einfach. Aber ich lasse erstmal die anderen zu Wort kommen. Mhm.
Hallo in die Runde. Ich kann jetzt nur kurz von meiner Ausbildung reden, wo ich den Grundaufschein Einstein gemacht habe. Und ganz wichtig zu sagen ist, sobald der Kopf wirklich unter Wasser ist, mit dem Druckausgleich anzufangen. Ich habe wirklich das Problem gehabt, dass ich abgetaucht bin und die ersten paar Meter, okay, jetzt tut es weh, jetzt mache ich den Druckausgleich. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, Kopf unter Wasser, die ersten paar Zentimeter schon anfangen damit, dass sich der Druck bzw. die Schmerzen gar nicht so steigern können, weil man dann wieder das Problem hat, Druckausgleich machen, eventuell Überdruck, das Trommelfell schlägt über, reißt ein etc. Also für mich war der wichtige Punkt wirklich sofort anfangen, wenn der Kopf das erste Mal unter Wasser geht. Sehr guter Punkt. Ich habe da auch gerade, also wir haben es gerade ganz oft im Chat jetzt gehabt, also es kam gerade so richtig als Sturm, auf jeden Fall schon vorher, bis hin schon morgens schon beim Frühstück, kann ich auch nur wirklich voll unterstützen. Druckausgleich ist was, was man trainieren kann. Und je häufiger man das einfach auch im Trockenen so ein bisschen hin und her probiert, umso einfacher flutscht das. Also gar nicht erst warten, bis die Haare nass werden, sondern besser schon vorher. Ist, glaube ich, wenn ich das hier richtig interpretiere, sind wir uns sehr einig. Und es ist ein sehr wichtiger Punkt. Es kann dadurch nur besser werden. Ja. Ich für meinen Teil mache die Erklärung gar nicht so großartig, die reiche ich eher hinterher. Im Prinzip, wenn wir anfangen im Pool so die ersten Übungen zu machen, Atemregler aus dem Mund nehmen und so weiter und so fort, dann kommt im Prinzip auch der Druckausgleich zum ersten Mal an den Start und im Prinzip erkläre ich ihn da, glaube ich, auch immer zum ersten Mal. Also die meisten kennen es ja sowieso vom Schwimmen und Tauchen und sind deswegen auch gar nicht an so einer großen, ausführlichen Erklärung wirklich interessiert. Das heißt, ich erkläre halt, wir machen den Druckausgleich. In der Regel erkläre ich die Valsalva-Technik, sage den Leuten, sie sollen auch nicht die Nase zuhalten, sondern sie sollen die Nase nur leicht zusammendrücken, damit für den Fall, dass sie da jetzt reinhämmern, ja, was sie natürlich auch nicht machen sollen, dass sie leicht gegen die Nase ausatmen und wenn der Druck zu stark wird, kommt immer noch die Luft aus der Nase raus. Ja, dass sie sich also eben nicht das Trommelfell durchballern, wenn sie das noch nie vorher ausprobiert haben. So, dann üben wir das ein, zwei Mal, dann tauchen wir ab. Also abtauchen im Sinne von, wir knien uns hin. Ne? Die machen ihren Druckausgleich, ich frage rund, alles gut, wunderbar. So, und dann haben wir das im Prinzip schon ein paar Wiederholungen, bevor man überhaupt abtaucht. So, und ansonsten sage ich Ihnen halt, jeden halben Meter sollten Sie sich um den Druckausgleich bemühen. Damit haben die das meistens auch. Erst wenn Leute dann Schwierigkeiten haben, dann geht's los mit der ganzen Geschichte, wie kommen wir jetzt dazu, dass die Leute, die Schwierigkeiten haben, auch ihren Druckausgleich hinkriegen? Also ich bin so ein bisschen ähnlich wie du. Ich fand übrigens die Erklärung vorhin, was war das, mit der Folie ganz toll. Hat man nur meistens nicht so zur Hand. Ich nehme dann halt so die flache Hand und zeige das. Im Gegensatz zu den beiden Vorrednern, sag ich den Leuten, wir fangen damit schon an der Oberfläche an. Bitte haltet die Finger auf der Nase und nicht jeden halben Meter, sondern macht, 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 macht. Also permanent den Druckausgleich herstellen und dann funktioniert es in der Regel. Also meistens funktioniert es ja sowieso relativ gut. Also es sind Leute dabei, die damit Schwierigkeiten haben, aber wo ich dann schon mal Schwierigkeiten habe, ist, dass mir die Leute nicht sagen können, ob sie jetzt zu wenig Druck in den Ohren gepackt haben, also nochmal nachdrücken müssen oder schon viel zu viel drin haben, dass sie also eigentlich Schmerzen in den Ohren haben, weil sie sich den Kopf vollballern.
wo die Leute also dann wirklich auftauchen und merken, ich habe immer noch, und dann fangen wir an zu kauen und zu schlucken und so weiter, aber jetzt ist wieder gut. Die haben also eigentlich zu viel Druck im Ohr. Und dieses Gleichgewicht zu finden, jetzt ist es richtig und nicht, ich habe so viel Druck im Ohr, deswegen spüre ich was, also haue ich noch mehr rein. Das haben wenige dann schon mal. Ja, deswegen dieses immer wieder, es muss also meiner Meinung nach so ein bisschen das Gefühl da sein, jetzt kommt so langsam ein bisschen was, ich mache mal einen Druckausgleich. Dann tauche ich weiter. Jetzt kommt wieder was, ich mache mal wieder Druckausgleich. Aber dieses, ich haue vorsorglich sehr viel rein, ne, oder immer wieder rein, führt eher dazu, dass ich mit den Leuten wieder hoch muss, weil die dann sagen, es klappt nicht, und du siehst aber, die sind da am Pumpen, das geht dann nicht. Das ist das, was ich häufiger beobachte. Kurze Randbemerkung in die Runde. Dürfte ich die Videoaufzeichnung nach der Veranstaltung haben und für meine Instruktorenausbildung nutzen? Weil die rein Freediver sind, die mit Scuba-Schülern arbeiten, die aus dem Scuba-Tauchen kommen, die gucken mich immer mit großen Augen an und verstehen nicht, warum sie Druckausgleichprobleme haben. Und wir haben gerade alle Stellschrauben gestellt, um jemanden, der vom Gerätetauchen kommt, der mit dem Freitauchen beginnen möchte, dass der keinen Meter unter Wasser kommt. Mit allen Ausführungen, die wir bis jetzt hatten. Okay. Das funktioniert bei uns so nicht. Das ist total lustig. Aber macht erst mal weiter. Ich komme zum Schluss. Okay. Das ist also ihr bestätigt meine Statistik. Meine Statistik besagt, je erfahrener ein Scuba-Taucher ist, der zum Freitauchen kommt, desto weniger wird er mit seinem Kopf unter Wasser kommen, weil er es mit dem Druckausgleich nicht hinkriegt. Und das ist, ich kann das statistisch signifikant nachweisen über die letzten 15 Jahre. Okay. Und zwar mit 99%iger Trefferquote. Ja, es ist ja auch, dass das Vasalva-Manöver beim Kopfüberabtauchen. Ich habe dich jetzt stumm geschaltet und ich schalte jetzt auch den Sascha stumm, weil Fabian sich gerade schon länger angestellt hat per Chat. Und ihr seid dann wieder dran. Danke, Manfred. Ich habe mir tatsächlich dieses Thema gewünscht, weil ich es total schwierig finde, das vernünftig zu erklären. Und zwar deswegen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass man frühzeitig versuchen sollte, seinen Schülern beizubringen, dass das Valsalva-Manöver was ganz Nettes ist für irgendwie Schnuppertauchen, aber das sollte man relativ schnell aus seinem Repertoire verschwinden lassen, meines Erachtens. Ich glaube schlicht und einfach, wenn man 40 Jahre taucht und irgendwie permanent das Valsalva-Manöver benutzt, macht man sich irgendwann sein Innenohr kaputt. Weil dieses ständige Hämmern dieses Drucks auf die Membran vom Innenohr, das ist echt keine gute Sache. Da kann man auch täglich, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich wie wenn man das ganze Jahr über auf Wacken ist oder so. Was das Problem ist, ich kann es halt auch, also ich glaube, dass ich es nicht vernünftig erklären kann, was man machen soll, aber ich weiß, dass ich inzwischen eigentlich überhaupt keinen Druckausgleich mache mit einer dieser Methoden, die jetzt drin waren, sondern was ich mache, und ich habe es versucht, so ein bisschen irgendwie jetzt mal nochmal zu erfüllen oder so, ist wirklich nur dieses reine Gähnen, so ein bisschen den Unterkiefer nach vorne, und dann spüre ich, glaube ich, wie hier so ein bisschen das Kiefergelenk rauskommt. Und genau hier so in der Ebene, ich habe das anatomisch auch nicht mal 100% im Blick, aber in der Ebene verläuft ja die eustachische Röhre. Und wenn ich hier am Kiefergelenk arbeite, dann genau dann ziehe ich es ja auseinander. Wenn ich genau hier im Prinzip dieses Gähngefühl habe. Und das ist eigentlich das, was ich heutzutage mache, dass ich unter Wasser einfach nur noch so ein bisschen das Kiefergelenk einfach aushänge, so einfach so ein Deppengefühl im Gesicht, und dann ist das in der Regel offen und ich tauche und alles eigentlich kein Problem. Also ich mache eigentlich wirklich keinen Valsalva mehr normalerweise. Ja. Ich hab da mal so als Trick, der bei mir mit Leuten häufiger funktioniert hat, mir von jemand das schöne Wort Knack abgehört. Weil dieses Kn, also der Kn, das macht Ohren so schön auf. Kn, Kn,
Das funktioniert, finde ich, erstaunlich gut und hilft erstaunlich Leuten, nicht einfach zu pusten, was das Zeug hält. Ne? Also weil dieses, das sehe ich einfach zu oft, und dass das nicht gut gehen kann, also dass da danach die Ohren wehtun, das erstaunt mich irgendwie auch nicht. Ne? So, ah, scheiße, das war zu viel. Ich hätte jetzt schon sagen, viel hilft nicht viel. Gut. Ich will jetzt gerne hier nochmal die Diskussion unterbrechen und noch zu unserem zweiten Block zurückkommen und dann danach hier nochmal reingehen, weil was wir jetzt hier getan haben, also wir wollen ja noch ein bisschen in das reingucken, wie wir eigentlich Sachen vermitteln und was wir uns dafür auswählen und was wir dabei eigentlich machen, wenn wir einzelne Themen vermitteln. Die meisten haben gerade ganz richtig gesagt, ja, das Ganze, was ihr da jetzt erklärt habt, das ist sehr schön, aber das erzählen wir natürlich so niemandem vor dem Schnuppertauchen, ne? Sondern was wir jedes Mal machen, wenn wir Leuten etwas erklären, ist eine didaktische Reduktion. Das heißt, wir haben eine Menge an Wissen zu dem Thema, die üblicherweise auch schon nicht vollständig ist. Also das ist nicht alles, was es über dieses Thema zu wissen gibt, aber halt auf jeden Fall eine Menge an Wissen, die deutlich größer ist als das Wissen bei demjenigen, der das jetzt gerade das erste Mal hört. Ne? Manchmal ist unser Gegenüber so ein Dominik und man fängt an, irgendwas von Tauchphysik oder Boyle zu erklären und er grinst einfach nur höhnisch. Das ist okay, aber mit irgendwas muss man ja anfangen. Ne? Was tun wir, wenn wir jemand anders vor uns haben, dem wir etwas zum ersten Mal erklären? Wir müssen die ganze Sache runterbrechen auf etwas, was jetzt erklärbar ist und was für den anderen verständlich ist. Was wir dabei nicht tun sollten, ist anfangen zu lügen oder Sachen also so runterzubrechen, dass es sachlich auch nicht mehr stimmt. Also zu sagen, so feste du Nase zu halten und so feste du kannst pusten, weil das vielleicht zum ersten Mal helfen könnte, wäre in diesem Beispiel jetzt einfach eine blöde Sache. Sondern es sollte fachlich korrekt sein, also in sich erstmal stimmen. Es sollte der Lerngruppe angemessen sein. Dafür ist es immer ganz gut, man kennt sein Gegenüber so ein bisschen. Dann kann man nämlich das versuchen zu erklären, was für denjenigen jetzt wirklich wichtig ist. Also jemand, der seit 10 Jahren Freitauchen macht und der jetzt mal einen Schnuppertauchgang mit Gerät machen möchte, dem werde ich den Druckausgleich gar nicht mehr erklären zum Beispiel. Ja? Und es sollte so sein, dass diejenigen, die gerade lernen, darauf weiter aufbauen können. Also man bringt ihnen jetzt keine falsche Technik bei, sondern man bringt ihnen etwas bei, was funktioniert und was aber idealerweise beim nächsten Mal noch ein bisschen ausgebaut wird, ein bisschen ausgebaut wird, ein bisschen ausgebaut wird, wo man beim nächsten Mal noch Hintergrund hinzufügt. Und nicht, dass man beim nächsten Mal alles umwerfen, korrigieren und neu machen muss. So, wir machen das jetzt mal an einem Beispiel. Ich mache das wirklich nur ganz kurz durch, weil das heute gar nicht das Thema ist. Das Beispiel wäre, wir haben das allgemeine Gasgesetz. So, ich habe mir das ausgewählt aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte da mal einen, das war übrigens nicht Dominik, der hat mich ein bisschen blöd angeguckt, als ich ihm erklärt habe, wie man so das Atemminutenvolumen errechnet. Weil für ihn die Sache völlig klar war, nachdem man vom allgemeinen Gasgesetz aus einen Teil einfach weggekürzt hat und danach konnte er damit umgehen. Aber dass ich das gar nicht als Ausgangspunkt genommen habe, sondern von vornherein die Kürzung drin hatte, das hat für ihn die Sache unnötig kompliziert gemacht. Für andere macht es sie wesentlich leichter. Weil, wenn wir uns das hier angucken, dann wird wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die hier sitzt, jetzt erstmal sagen, weil da kommen Sachen vor, die verstehe ich nicht. Geht mir ehrlich gesagt auch so, weil Stoffmenge in Mol bin ich nicht so per Du mit. Und die allgemeine Gaskonstante ist ehrlich gesagt auch nicht das, was mir persönlich jetzt gerade weiterhilft. Ja? So, ihr kennt, schauen wir uns mal eins nach dem anderen an, die Stoffmenge. Also was ist denn da eigentlich drin? Ist für uns die Masse von Luft beim Tauchen relevant? Eigentlich erstmal nein. Also die kann dann interessant werden, wenn wir feststellen, dass die Flasche am Anfang schwerer ist als am Ende und woran das denn liegt. Und irgendwann wird auch die Frage, ob Luft denn ein ideales Gas ist oder nicht, dann mal interessant.
für das, was wir normalerweise vorhaben, können wir darauf einfach verzichten. Weg damit. Auch das, was hier als allgemeine Gaskonstante drin ist, die einfach da ist, damit man damit rechnen kann, die kann ich ehrlich gesagt auch wirklich überhaupt nicht erklären, weil es nicht mein Fachgebiet. Das kann Dominik. Wenn das jemand noch gerne wissen will, können wir das jederzeit noch tun. Da das für uns aber gerade total wurscht ist, machen wir damit genau dasselbe. Wir streichen es raus. Jetzt bleibt erstmal noch hier die Temperatur übrig, die für uns in den meisten Fällen übrigens auch keine Rolle spielt. Aber sobald wir Flaschen füllen oder sobald wir Flaschen in der Luft in der Sonne liegen haben oder sowas, spielt sie dann halt doch eine Rolle. Also die vergessen wir mal nicht ganz. Ja? Wir schrauben die ganze Sache aber runter. Und zwar im OWD-Kurs fangen wir normalerweise damit an, Druck mal Volumen bleibt konstant. Das Verhältnis von Druck zu Volumen zueinander ändert sich nicht. Das heißt, wenn wir tiefer gehen, nimmt der Druck zu, das Volumen nimmt ab. Wenn wir wieder hochgehen, nimmt der Druck ab, das Volumen nimmt wieder zu. Dieser Luftballon, den jeder von uns kennt. Alles andere daran ist gleich geblieben. Das heißt, alles andere daran kann weg. Und das Einzige, was wir gerade tun wollen und das Einzige, was wir gerade brauchen, ist, wir vergleichen, was passiert denn mit diesem Volumen an der Oberfläche und was passiert jetzt unter Wasser. Also was passiert in unserem Mittelohr, wenn wir da keine Luft nachschieben zum Beispiel? Was passiert in unserem Jacket? Und deshalb können wir an diesem Punkt alles andere tatsächlich weglassen. Und es geht uns dabei überhaupt nichts verloren. Was haben wir da gemacht? Es hat eine quantitative Reduktion stattgefunden. Also wir haben einfach nur noch einen Ausschnitt von dem, was jetzt eigentlich das Thema oben drüber wäre. Nämlich diesen kleinen Ausschnitt, wir reden nur noch über Druck und Volumen. Dieser kleine Ausschnitt ist aber in sich natürlich fachlich korrekt. Es ist völlig angemessen. Und sobald man das ausbauen möchte, weil man jetzt noch etwas anderes mit einbeziehen möchte oder muss, kann man das machen. Also man kann hier jederzeit auch noch die Temperatur reinbringen. Wird dann interessant, wenn jemand Flaschen füllt. Wird dann interessant, wenn jemand in den kalten See steigt und sich aufregt, dass plötzlich seine Flasche nur noch 180 Bar hat. Da wird es sinnvoll, dass wir auch die Frage nach der Temperatur noch mit reinnehmen. Und wir können sie einfach so wieder mit reinnehmen. Wir haben immer noch dieselbe Art der Reduktion, wir haben sie nur etwas anders. So, und dann haben wir hierbei auch noch die kleine Frage, ist denn die Masse der Luft wirklich so irrelevant? Und hier kämen wir zu einer qualitativen Reduktion. Das heißt, ich kann sagen, für unsere Zwecke reicht es aus, dass wir uns einfach merken, Luft wiegt so ungefähr 1,3 Gramm pro Liter. Das reicht völlig aus, um mal eben schnell nachzurechnen, um wie viel leichter denn die Flasche am Ende ist als am Anfang. Was das dann mit Mol und Zeug auf sich hat, das muss man dafür tatsächlich erstmal gar nicht wissen. Das kann man dafür wissen, das schadet sicher nicht und einige von uns wissen das auch. Aber mir ist das ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu viel. Das ist nicht das, was ich jetzt brauche. Was wir dabei machen, ist aber, wir reden schon darüber, dass Luft eine bestimmte Masse hat. Wir reduzieren dieses Wissen aber auf eine Art, die Qualität dieser Darstellung ändert. Also wir ändern die Form der Darstellung. Der Inhalt ist eigentlich aber schon noch so ziemlich derselbe. Kann sein, dass Dominik das anders sieht. Lasse ich auch gerne gelten. Er darf da jetzt gerne auch gleich noch was zu sagen, bevor wir uns dann wieder die Beispiele angucken, was denn jetzt eigentlich die beiden hier gemacht haben, als sie erklärt haben. So. Würde das jetzt hier gerade für Tauchlehrer auch noch reichen? Ihr merkt, ich finde ja. Also ich finde, dass bestimmte Verkürzungen, ich muss kein Physiker sein, um Tauchlehrer zu sein. Das muss ich einfach wirklich nicht. Es kann zwar hilfreich sein, es kann aber das, was man sich merken kann, was man verstehen kann,
auch wenn man aus ganz anderen Fachrichtungen kommt, ist erstmal durchaus völlig ausreichend. Viel wichtiger für uns ist, zu wissen, warum man wem, wann, wie, was erklärt. Ihr könnt die ganzen Wörter da drin eigentlich beliebig umstellen. Man kann auch sagen, warum, wissen, wann man wem, wie, warum, was erklärt, wissen, was man wem, also, ist total egal, ja. Das macht mir wiederum Spaß, ja. Aber das ist das, wo wir hinwollen. So. Es gibt nichts Schlimmeres als Tauchlehrer, die alles, was sie übers Tauchen wissen, schon einem Schnuppertaucher erklären. Das ist ziemlich schlimm. Vor allem, wenn das, was sie übers Tauchen wissen, eine Stunde Reden übersteigt. Ja? Also es wird sozusagen mit zunehmendem Wissen da gar nicht besser. Und es gibt aber auch nichts Schlimmeres als Tauchlehrer, bei denen dann das Wissen halt nach einer Stunde auch einfach erschöpft ist. So, das ist nämlich ein bisschen arg wenig. Gut, und deshalb würde ich jetzt gerne noch mal kurz an Dominik übergeben. Also erstens, ob er da gerade noch was ergänzen möchte. Und zweitens dann gemeinsam noch mal reinschauen mit, was hat denn jetzt eigentlich bei den beiden Erklärungen zum Druckausgleich stattgefunden? Also was ist da passiert? Ja, also vorweg zu deiner Einführung sozusagen in die Frage, was machen Gase mit, wenn man sie komprimiert, wie können wir das Verhalten von Gase verstehen? Ich sehe das im Wesentlichen haargenauso. Ja? Unser Verständnis basiert ja immer darauf, dass wir uns erstmal darüber einigen, innerhalb welcher Grenzen soll das funktionieren. Ich glaube, jedem ist klar, dass wenn ich die Temperatur tief genug mache, dann irgendetwas Fundamentales mit den Gasen geschehen wird. Die werden flüssig, die werden vielleicht sogar irgendwann fest. Und dann natürlich ändert sich grundlegend diese Idee des Systems, das ich vor mir habe. Dann macht das, was ich so als Druck normalerweise bei einem Gas bezeichne, zum Beispiel auf einmal große Probleme, ja. Wenn ich eine Flasche mit Wasser fülle, dann erstmal ist die natürlich immer unter Umgebungsdruck. Und ich bin da auch, muss ich sagen, ein großer Freund davon, obwohl ich ja aus einem beruflichen Hintergrund komme, was mittlerweile wohl alle wissen, wo man sehr viel mit solchen Gleichungen und sowas zu tun hat, bin ich ein großer, großer Freund davon, tatsächlich den Leuten das so einfach wie möglich zu erklären, ohne dass es, das ist mir immer wichtig, ohne dass es falsch wird. Also ich habe großen Respekt davor, dass man Leuten keine Fehlvorstellungen einpflanzen sollte, weil es ist sehr schwierig, etwas, was einmal geglaubt wurde, dass es verstanden ist und was sich für die Person logisch anhört, das dann wieder rauszukriegen, wenn es sich später als doch nicht so ganz richtig darstellt. Also Reduktion ja, aber nicht um den Preis dessen, dass etwas anders aussieht, als es dann tatsächlich ist. Ich kann den Leuten sagen, man kann das für den Moment so annehmen, dass die Temperatur keine Rolle spielt, weil wir sind natürlich im Wasser. Das Wasser ändert seine Temperatur meinetwegen nicht stark. Es ist auch nicht beliebig kalt, es ist auch nicht beliebig heiß. Aber wenn ich natürlich mich weit weg bewege davon, dann muss ich wissen, die Temperatur hat zum Beispiel auch einen Einfluss auf das Verhalten von Gasen. Das ist meine Meinung dazu. Also fachlich korrekt, ja, und vor allen Dingen der Lerngruppe angemessen. Und im Idealfall so, dass die Lernenden es verstehen können und darauf aufbauen können, in dem Sinne davon, dass man einmal erworbenes Wissen nicht wegwerfen muss. So, und jetzt natürlich die große Frage, aber das ist, denke ich, für die Diskussion unter uns allen, nicht wahr? Was davon vermitteln wir beim Schnuppertauchen? Vielleicht diejenigen von euch, die schon mal ein Schnuppertauchen geleitet haben oder aber selbst ein Schnuppertauchen irgendwann mal gemacht haben, das noch erinnern, was die Tauchlehrerin oder der Tauchlehrer erzählt hat. Wie war das da mit dem Verhalten von Gasen? Was habt ihr da gelernt? Was erzählt ihr den Leuten? Ja. Warte, stopp. Ich habe das mit den Gasen gerade jetzt tatsächlich nur als Beispiel reingenommen, weil ich würde jetzt gerne den Blick werfen auf beim Druckausgleich bleiben. Welchen Teil vom Druckausgleich oder welchen Teil von Ohrendingen macht Sinn, in welchem Moment zu erklären? Also wir können hier gerade schön anknüpfen, wenn Manfred mit dem Husten fertig ist. Das warst du, oder? Was? Jetzt. Jetzt höre ich gar nichts. Du bist nicht stumm. Doch, du bist. So, ja, aber ich war vorher auch. Ich hatte das rote Mikrofon da. Und ich mache ja immer nur eine vorübergehende Aufhebung der Stummschaltung mit der Leertaste.
Deshalb habe ich das, mich gewundert, dass du mich hören konntest. Okay, das war ganz lustig, ja. Weil wir waren ja eben gerade mittendrin, dass, also Sascha hat erzählt, wie wenig er beim Schnuppertauchen eigentlich erklärt, mache ich übrigens genauso. Also ich lasse die Leute das mal probieren und frage sie auch, ob sie in den Ohren jetzt was merken. So, aber halt mit Nase zuhalten und ausatmen und dann mal gucken, spürst du jetzt was in den Ohren? Und wenn sie da nämlich nichts spüren, dann gucken wir nochmal vorher weiter, bis sie an der Oberfläche da irgendwas spüren, weil sonst das Problem im Wasser einfach vorhersehbar ist. So, und dann ist aber die Frage, was tue ich denn in den OWD-Kurs dann noch an weitergehendem rein? Und sozusagen versuche ich Druckausgleichstechniken mitzuvermitteln, die über Valsalva hinausgehen, was ja wirklich eine gute Idee ist. Und was kommt in Rescue, Dive Master, weitergehende Ausbildung rein, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr darum geht, bei anderen das Problem zu erkennen. Ja? Und das würde ich jetzt gerne euch in die Diskussion geben. Wenn wir uns anschauen, was wir gerade gehört haben, würde ich sagen, Tommy hat was geliefert, was wunderbar ist für den OWD relativ am Anfang. Vielleicht ein bisschen zu viel fürs Schnuppertauchen, sondern eher schon in den OWD rein. Wenn es auch darum geht, dass Leute verstanden haben, was da eigentlich im Ohr passiert. Und Angela hat ein wunderbares Beispiel geliefert, nochmal andere Technik mit reinzukriegen, die ich mir eigentlich in einem OWD wünschen würde, das da ein bisschen stärker mit einzubauen, weil das ja vielleicht Leuten auch den Übergang zum Freediven erleichtern würde. Also ich würde an deiner Stelle, wenn du es jetzt gerade kannst, auf jeden Fall mit aufnehmen und so und mit probieren. Ja? Und die Frage ist so, und deshalb würde ich jetzt euch gerne einfach die Diskussion in die Runde geben, was erklären wir in welchem Moment